Gute Nachrichten für Vereine. Das Vereinsregister ist jetzt kostenlos. Was das bedeutet, erfahren Sie gleich. Mein Name ist Dr. Raphael Hörmann und wie immer an meiner Seite Josef Renner. Hallo. Seit kurzem ist das Vereinsregister kostenlos. Wir erklären Ihnen, was Sie dort jetzt kostenlos alles sehen und abrufen können und wie das genau funktioniert. Josef, Vereinsregister, ne? Der Ort für eingetragene Vereine, um den Namen des Vereins, den Sitz des Vereins, den Vorstand, gegebenenfalls andere Organe, die Satzung, all das entsprechend zu hinterlegen und einzutragen. In der Vergangenheit war das ja immer so, wenn man da mal nachschauen wollte, was da so drin steht, dann hat das eine Gebühr gekostet. Ich glaube, 4,50 Euro war das pro Abruf. Man musste sich da registrieren lassen und so weiter. War sehr zeitaufwendig und auch eben kostenpflichtig. Das jetzt alles kostenlos. Erzähl doch bitte mal, was das eigentlich bedeutet und wo man da welche Daten und Informationen abgreifen kann. Ja, das ist eine schöne Sache. Also haben wir jetzt die Möglichkeit, auf Registerdaten im Online-Registerportal, also das Vereinsregister im Allgemeinen, von allen Amtsgerichten zuzugreifen über die Online-Plattform und dort einfach für alle eingetragenen Vereine dort die Registereintragung herunterzuladen. Und das ohne Kosten und ohne Anmeldung. Das ist schon eine sehr gute Neuerung, die hier gekommen ist. Das heißt, für Sie als Vereinsvorstände oder auch andere Personen im Umfeld von Vereinen, wenn Sie wissen wollen, wer der Geschäftsführer bzw. Vorstand in einem Verein ist, wo der Sitz ist, die Adresse, wer vielleicht mal Vorstand war in einem Verein, ob die Satzungsänderung bereits eingetragen wurde, all das, was man so eben nachschauen will, dann gehen Sie bitte auf registerportal.de und folgen Sie dort der Eingabemaske, da können Sie dann nach einem bestimmten Verein suchen. Und früher, wie gesagt, mussten Sie sich da anmelden und Geld zahlen. Heute brauchen Sie sich nicht anmelden und brauchen auch eben kein Geld mehr zahlen, sondern es ist eine freie Suchmaske geworden, können also jederzeit auf alles zugreifen. Josef, jetzt die spannende Frage. Das Nachlesen im Vereinsregister ist kostenlos. Wie steht es denn um die Eintragung? Ist die auch kostenlos? Das wäre natürlich schön, aber das müssen wir quasi als Negatives hinterherziehen. Leider sind die Eintragungen, die Anmeldungen selber zum Register, also neuer Vorstand, Satzungsänderungen, diese Dinge sind leider nicht kostenlos. Was sind da für Kosten ungefähr zu veranschlagen? Zum Glück halten sich diese Kosten einigermaßen im Rahmen. Es ist sozusagen nicht so teuer, wie eine typische GmbH anzumelden, wenn es neue Eintragungen gibt. Wenn Sie eine Eintragung vornehmen wollen zum Vereinsregister, also den Verein neu eintragen, Vorstand ändern, Satzungsänderung, dann können Sie typischerweise mit so 50 bis 80 Euro rechnen für einen Eintragungsvorgang beim Notar. Gut, also tolle Neuerungen im Vereinsrecht. Das Lesen und Abrufen aus dem Vereinsregister, zum Beispiel auch die Satzungen von Vereinen, ist viel unkomplizierter geworden und vor allem kostenlos. Das Eintragen ins Register, was Sie ja nach wie vor machen müssen bei einem eingetragenen Verein, dann sind wir leider nach wie vor bei der Kostenpflicht, sind auch die Notare mit eingebunden, die das ja entsprechend gegenüber dem Register kommunizieren. Das heißt, da hat sich jetzt nichts geändert. Aber im Ergebnis zumindest schon mal eine gute Neuerung für Sie als Vereinsvorstand und Personen im Vereinsumfeld. Josef, ich danke dir für deine Teilnahme am Ende dieses Beitrags und freue mich natürlich sehr über deine Berichte aus der Praxis. Immer gerne. Ihnen danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.